Ja, Mett, Leute, da bin ich wieder, euer zähnefletschender Mett Dog. Heute mit, ja, ich habe mir da mal was Neues überlegt, oder was heißt was Neues, ne? Der ein oder andere hat sicherlich schon mal den ein oder anderen Discord-Leak gehört, aber ich habe mir gedacht, ich mache jetzt für euch mal so eine Reihe: Reini und der Umgang mit Mullen. Und habe mir da gedacht, ich lade mal jemanden mit ein. Und zwar den guten Henk Luce. Mädel. Einen wunderschönen Medal an alle und danke für die Einladung, lieber Mad Dog. Danke, danke. Danke. Ja, ich kann es nicht erwarten. Reini und die Mullen, das Ja, kann man genau. gut. Genau, ja. Wie gesagt, es werden mehrere Teile und ich hoffe, du bist beim einen oder anderen Teil, wenn du Zeit hast, dabei. Doch, das Thema Frauen interessiert mich ja auch. Und wenn es, also bei Rainer, also ich bitte, da kann man ja noch richtig was dazu lernen. Ja, da kann er was dazulernen und zwar meistens, wie man es nicht macht. Ja, kommt drauf an, als was man sich im Leben darstellen will. Als Ja, mittelfränkischer Oger, dann wie ja. man es macht, und als Mhm, alle anderen, wie man es nicht macht. Genau. Also jeder, der Erfolg haben will bei Frauen, sollte ab jetzt so viel in sich reinfressen, bis der ja, Maulwurf im Todesdreieck verschwunden ist. Und dann hat er genauso viel Erfolg. Der Maulwurf? Sehr schön. Ja, genau. Ne? So Genau. hätte ich es gedacht. Ne? Ist auch richtig so. Also absolut. Frauen lieben das, wenn sie rumrennen können und sagen, alles meins. Ja, Ja. und wir fangen an mit einem netten Discord-Leak vom Drachenlord Reup. Grüße und Liebe geht raus. Auch von hier. Und das heißt, Frust wegen Freundin. Vanessa Miss Emotional, ja, als quasi Ersatzmulle, ne? Ja, gut, weiß ich nicht. Haben die sich jemals getroffen? Ich Ich, glaube. nein, nein. Die war ein bisschen also ich sag, die war ein bisschen zu ängstlich oder zu abgestoßene. Die hat sich nicht getraut. Ja, oder vielleicht wollte sie auch ein gewisses Bild sich nicht selber zerstören oder so. Denn ich denke mal, wenn sie ihn besucht hätte, dann wäre das auch das letzte Mal gewesen, dass sie da irgendwelche positiven Dinge rauswämst. Ja, der Besuch wäre ja auch in dem Fall komisch geworden, weil stell dir mal vor, die steht am Tor, er wongelt raus und die sagt sich, oh mein Gott, was habe ich da getan? Ja. Warum bin ich hier? Warum, ne, Ja, sozusagen? ja. Und nach Emskirchne, ne, da ist ja jetzt nicht die nächste Zugverbindung, da muss ich ein bisschen laufen und dann wieder zurücklaufen zum Zug. Ah, das ist nicht so bequem, weil wir wissen ja, er fährt sie sicherlich nicht und er holt sie auch nicht wieder ab. Nee, ich weiß aber gar nicht, was mit Vanessa passiert ist. Oder ob sie ihm immer noch auf TikTok folgt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, Ja. prinzipiell bist du, glaube ich, wenn du Nein sagst in so einem Fall, liegst du eher richtig, wenn du Ja sagst. Bei Rainer würde ich immer Nein sagen. Also ja, Ja, nee, ist ja. richtig. Ist richtig. Naja, naja, dann hätte ich gesagt gehabt. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir können starten. Ich bin fertig, glaube ich. Wenn man dafür fertig sein kann, aber ich glaube schon. Ja, wir müssen. Wir müssen. Muss, Ja, muss. 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 Ja, liebe Freunde, wir starten. Ne? Ich sehe das Intro und höre das Intro und muss schon lachen. Ich habe Angst. Ja, das auch ein bisschen. Aber du kennst Drachenshow wahrscheinlich. Wen kenne ich? Drachenshow. Drachenshow? Ja, du weißt schon. Herr Winkler, bist du am Arbeiten, ne? Ach so, doch, ja, nee, kenne ich. Herrlich. Okay, wir können. Okay.
Hallo, liebe Hater. Bitte abonniert auch meinen Backup-Kanal Demon 2.0. Natürlich gehen auch an ihn Grüße und Liebe raus. Ja, wer ist denn die Dame überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das sind diese Influencer und sonst irgendwelche Leute, die kann man bezahlen dafür, dass sie einem Grüße schicken, ne, oder so. Echt jetzt? Okay. Ja, das machen einige, also klar. Roberto Blanco hat das ja auch gemacht. Jetzt hast du bei mir eine Tür geöffnet. Das wusste ich nicht, ja? Das schneide ich raus, dass ich das nicht wusste. Es gibt auch eine Ansage von Roberto Blanco an Rainer Winkler. Oh, okay. Oder an den Drachenlord. Musst du mal YouTuben. Mal googlen. Ich YouTuber das mal. Okay. Genau. Rita legt Hoden. Hallo, Hiko. Blöd gelaufen, Wochenende mit meiner Freundin klappt nicht, du musst leider den Arsch halten. Sorry. Da geht's schon los. Wie lange sind wir drin? 22 Sekunden, herzlichen Dank. Und schon Arsch hinhalten, okay. Welchen denn, Rainer? Welchen von den 8? Also ich war immer bei 5, sind es mittlerweile 8? Gut, die Möglichkeit ist da. Ich weiß nicht, ist ja wurscht, was... Obwohl er redet ja von jemand anderem. Jemand anders muss ja den Popo hinhalten. Ja. Ne? Nicht er. Also okay. Der ist ja dann wahrscheinlich dünn und hat nur einen und von daher gut. Obwohl du ja den Arsch locker hinhalten könntest, weil was soll schon passieren? Ich möchte mir das trotzdem überhaupt gar nicht erst ausdenken. Ja, das war jetzt eklig, ja. Naja, was habe ich getan? Okay. Ich kotze gleich, ey Junge, hör auf jetzt, ich wollte echt essen, Mann. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Ich habe es dir schon angeboten. Du wohnst ja anscheinend dann doch nicht so weit weg. Kannst du vorbeikommen? Ja, und da, siehst du, da haben wir es schon. Jetzt hat er Pech gehabt mit seiner Freundin. Jetzt muss jemand anders herhalten. Hast du das leichte Schmatzen gehört? Kannst du ja vorbeikommen. Da war so ein leichtes Schmatzen. Eben dieses leichte war da zu hören. So wie schon der Sabber aus dem Mund läuft und dieses blöde Grinsen, als wäre er der große Verführer. Ja. Ich zu viel. Ey. Ich sehe das Grinsen förmlich vor mir mit deinen Underkiefer. Genau. Und dann dieses Hochziehen der Augenbrauen. Ja, genau. Ätzend. Und jetzt stell dir noch dazu vor, dieses Beinwackeln, wo der Bauch mitwackelt. Genau. Ja. Naja. Moment, ich spring mal im Zug. Moment. Kein Auto oder was? Nee, ich bin auf Bahn angewiesen. Die Vagina ist, wenn sie nicht erregt ist, etwa 12 cm kurz. Wie aus dem Nichts jetzt, oder? Wo kam das her? Ich hab keine Ahnung. Lädt er gerade junge Damen zu sich nach Hause ein und lädt dabei liest dabei, wie die Vagina aufgebaut ist? Ja, ich hab so das Gefühl. Er löst wahrscheinlich, es dann. Ja, wahrscheinlich, wo sich die Vagina befindet, falls sie wirklich kommt. Ja, das löst er danach einen Raum. Ich frage mich sowieso, warum er das jetzt vorliest, Alter, das ist so sehr widerlich. Und vor allem, wie langweilig er das vorliest, das muss ich jetzt mal geben. Und der wird wahrscheinlich das erste Mal, wenn er eine Vagina sieht, da wird er wahrscheinlich denken, wieso hat die da ein Ohr? Okay, egal. Mach weiter. Ja. Scheideneingang noch enger. Unsere Vagina weitet sich erst, wenn sie erregt ist und wird dann auch erst feucht. Hab ich was verpasst? Also. Ach, der da. Ich meine, das ist so ekelhaft. Weißt du, normalerweise, wenn ich sowas sehe, ne, als Mann, ja, freust du dich. Aber wenn er davon vorliest auch noch, ne, dann denke ich mir so, ich muss hier weg. Hab Nasenbluten, muss weg. Du bist gerade dabei und denkst, dass das Kind in der 6. Klasse hat aber echt eine tiefe Stimme. Ja. Dass das aus dem Biolog vorliest oder so. Ja. Biobuch. Also, weiß nicht. Also,
Stell dir mal vor, du bist in der 6. Klasse, hast gerade Sexualkunde und er muss das vorlesen. Da hast du auf jeden Fall, ist das eine gute Verhütung, denn ich glaube, die nächsten 10 Jahre machst du über Sex keine Gedanken mehr. Nein. Das Vorspiel bitte nicht auslassen. Nee, ich glaube nicht. Dann wäre ein längerer oder breiterer Penis, wenn wer einen längeren oder breiteren Penis hat, müsste wissen, dass das Vorspiel das A und O ist. Ja, Rainer, brauchst du keine Sorgen drum zu machen. Und der Plan, was? Und der Partnerin die Schmerzen zu ersparen. Was ist denn das jetzt gelesen? Ich hab's gewusst, ich bin verreckt. Noch nicht, Rainer. Nee. Noch, weil ich bin direkt bei unserer Base gelandet. Das war gerade eine E-Mail, die ich gekriegt habe. Was? Ach so. Und er musste es gleich vorlesen, was? Das war jetzt, Moment, das, was er gerade vorgelesen hat, war eine E-Mail, die er bekommen hat. Hat er bei National Geographic oder so einen Kinderkurs belegt über die Vagina oder wie? Ich weiß es nicht, wie sowas kommt. Ich habe keine Ahnung. Aber hast du eigentlich auch oft den Gedanken, wenn du so eine Mail bekommst, das anderen vorzulesen? Also habe ich, ja, schon. Also wenn das die E-Mails sind, die ich bekomme über die Vagina des Schmetterlings dann oder das, was weiß ich was, dann lese ich die vor, aber nicht, weil ich es muss, sondern weil ich Bock dazu. Aber ich bekomme auch so E-Mails gar nicht. Ja, und du kannst es auch mit Sicherheit sehr viel spannender vorlesen als dieses monotone, ja, ich habe das so gesehen und gelesen. Was? Warum liest er das überhaupt vor, ob jetzt spannend oder nicht? Also jetzt mal ganz im Ernst, die Leute, die da im Chat bei ihm sind oder mit ihm labern, die werden doch wohl schon wissen, wie eine Vagina funktioniert. Mein Gott, echt. Ich verstehe, also das, Junge. Okay. Stream ich eigentlich ja, ne? Ja, Rainer. Hier steht live, ja. Okay. Ja, ich gucke mir den Stream auch an. Rainer? Nee, das ist irgendeine E-Mail, die ich heute bekommen habe. Ja, okay. War das eigentlich eine E-Mail, die er bekommen hat? Ich weiß nicht genau. Hat er, glaube ich, noch nicht erwähnt. Nee, ich glaube, es war eine E-Mail. Ja, ich glaube es auch. Nette E-Mail. Permazustand, nee. Nur so mal am Rande. Du Experte für was auch immer auch. Aber nicht für Sex. Ja, ich habe gesagt 13 Zentimeter, mein Gott, weil ich mich um einen Zentimeter verscherzt habe. Er hat sich verscherzt. Verscherzt, aber sieht das schon lange. Aber, übrigens ist die ich finde das auch gut, wichtig zu sagen, die weibliche Vagina. Denn, nicht, dass man sich da noch vertut. Ja. Aber die ist ja 14 Zentimeter tief. Stimmt. Stimmt. Also ich habe heute Morgen habe ich noch. Egal. Mach mal weiter. Wolltest du jetzt gerade sagen, wie lang Ding ist? Ja, nein, ich habe gemessen mit dem Zollstock. Ich muss morgens immer nachmessen, damit ich sicher gehen kann, dass meine Frau noch eine Frau ist. Oh, ach so, okay. Wegen den 14 Zentimeter. Ja, sicher. Okay. Jetzt hab, oder verdingst hatte. Halt. Ja, okay, das hast du es verstanden? Er hat es verdingst. Ja, gut, das ist natürlich, das passiert jedem Profi mal, ne? Also auch Rainer kann sie immer verdingsen. Das sollten wir ihm jetzt aber auch nicht, da sollten wir ihm jetzt keine Schamröte ins Gesicht treiben. Ja, also das ist wirklich so ein Ding, ne? Das kann man schon mal verdingsen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der Vater, ey. Sowas darf man sich dann vom Jugendlichen anhören, der wahrscheinlich einfach nur einen Beitrag irgendwo gelesen hat und damit Halbwissen angibt. Ich tu. Was denn für ein Jugendlicher? Wie alt ist denn der Jugendliche? Also wenn die so 18, 19 sind, Rainer, dann haben die schon normalerweise... Oder
Ja, nö, muss auch nicht sein. Ist auch egal. Ich weiß gar nicht, warum ich das sage. Einfach nur, um zu meckern. Ja, wahrscheinlich. Du hast wahrscheinlich gemeint, die haben halt da schon mal im Gegensatz zu ihm gefuckt. Ja, zumindest ein Petting haben sie ja schon mal gemacht, oder? Ja. Ein Petting oder eine Streichelei oder so. Streichelei. Was heißt. Ja. Natürlich. Ja. Naja, jetzt sind meine Stats wenigstens wieder besser. Was ist nächste? Was? Hä? Nicht erschrecken. Wenn ihr euch jetzt nicht vom Acker macht, oh, dann komme ich. Ah, natürlich, das hat gefehlt. Jetzt schreit er natürlich wieder. Schreit er wieder. Jeder, der ein Headset aufhat, sollte die sich ein bisschen von den Ohren entfernen. Oga, da schreit er. Ja, Hank und ich, da wir mit Kopfhörer arbeiten, können das natürlich nicht. Wir müssen uns das geben. Ja. Raus und dann werdet ihr definitiv erleben, was es bedeutet, wenn ihr euch mit einem Drachen anlegt. Ja, genau. Welches genau. Ohr jetzt? Das untere oder das rechts und links vom Kopf? Ja. Nein. Und mit einem Drachen anlegen, ich weiß nicht. Ich verbinde mit ihm so gar nichts, was mit einem Drachen zu tun hat. Nee. Also rein, also überhaupt gar nichts, das stimmt. Das, ja. Also wenn du jetzt so an Drachen denkst, verbinde ich, was einen langen, schlanken, muskulösen, fleischfressenden, feuerspeiendes Echsenwesen. Alles Dinge, was mit ihm so gar nichts zu tun hat. Ja, wie gesagt, also ja, nee, kann ich nur zustimmen. Als ich das letzte Mal mit dem Drachen geredet habe, der sah auch komplett anders aus. Also ja, nicht, ne? So wie Reiner. Das ist schon mal außerdem. Wenn reiner Drachen wäre, hätte er ja zumindest mal mit dem Feuer machen oder der Wärme im Winter kein Problem. Ne? Aber da hat er ja auch irgendwo mal dann vielleicht, wer weiß, wie er seinen Ofen anzündet. Einfach mal gegenhusten und das ganze Ding geht in Flammen auf. Vielleicht deswegen, ich weiß es nicht. Vielleicht, ja. Ja. Schaut zu, dass ihr euch von meinem Grundstück verpisst aus unserem Dorf. Sucht euch mal einen Job, ihr Spastis. Halt die Fresse, komm her und zwing mich, du Fotze. Oh Gott, ist das Assi. Das ist so ein Assi. Das geht überhaupt nicht. Oh. Oh. Halt die Fresse! Schau zu, dass du Land gewinnst, Junge! Geh mal arbeiten! Boah, geh mal arbeiten! Ja, wie Rainer. Nehmen wir mal ein Beispiel dran. Ja. Er arbeitet ja mehr als eine 40-Stunden-Woche. Ne? Er hat deutlich mehr. Vielleicht ist aber Arbeiten auch was anderes als Arbeiten, ne? Dass das also Arbeiten, ne, eine deutlich kürzere Form der normalen Arbeit ist. Das kann ich jetzt aber auch nicht, ich weiß es nicht. Man müsste mal da einen Kenner des Dialekts fragen. Da bist du jetzt der Erste, den ich erlebt habe, der versucht, sein ne zu definieren. Hut ab. Ja, vielleicht schreibe ich noch eine Doktorarbeit drüber. Ja. Die Neologie. Die Neologie. Ja, ganz richtig, ne? Ganz richtig. Die eine, sie sagt das aber auch, da sind einige, also dieses Ne dranhängen ist ja in einigen Teilen Deutschlands angesagt. Ne? Aber woher das jetzt genau, weiß ich auch nicht. Ist halt Dialekt. Was soll's. Geh arbeiten und halt die Fresse! Halt's Maul! Junge! Verpiss dich einfach nur! Du hast dir auch in die Windeln geschissen, das riech ich bis hierher! Da haben wir wieder die Grundschulwitze, mein Gott. Vielleicht hat er eine Drachennase, das ist es. Er kann halt riechen, wenn Leute sich in die Windel scheißen, ne? Stimmt. Hm? Stimmt. Ja, das traue ich ihm zu, ja. Die Nase, Drachennase, oh Gott. Drachennase. Frauenohr, genau, das wird der Name des Streams. Frauenohren und Drachennasen. Stimmt, ey, wunderbar. Biologie mit Mad Dog, Hank und Rainer. Genau. Geh, hey, lass dir von Mama die Windeln wechseln, der alten Hure. Halt. Nee, beleidigen von vorne bis hinten. Das ist so ein Assi. Das ist wie Kollegas Rap-Texte, einfach nur das Letzte. Ja. Halt's Maul! Beweg dich! Beweg dich, Hurensohn! Okay. Halt die Fresse! Halt's Maul! Er ist... Halt's Maul! Das war aber schön.
Das war ja fußballmäßig. Ja. Und er ist so, Arnie sagt ja immer, Liebe geht raus, Arnie sagt immer, er ist ein wunderschöner Mensch. Ich stelle gerade fest, er ist auch ein sehr netter Mensch. Und fit. Also ein ja. netter, ein schöner und fitter Mensch, auf jeden Fall. Ja, ja, stimmt. Beweg dich und halt die Fresse! Halt's Maul, hab ich gesagt! Deine Scheiße kannst du jemand anderen erzählen! Vielleicht interessiert's ja die Cops! Verpiss dich! Geht's, Mama, lass dir die Windeln wechseln, du Arsch! Ich muss jetzt zugeben. Hm? Wäre ich vor dem Haus, ich habe ja immer gesagt, also mal hingehen und ein Foto machen ist okay, aber hm? Ich vor dem Haus und ich wüsste, dass der auf egal was ich sage, so reagiert, hätte ich da auch bestimmt 2 Stunden gestanden und mit ihm ein Gespräch geführt. Muss ich zugeben. Also ich glaub's auch, weil das macht ja ohne Ende Spaß. Das macht ja wirklich Spaß, oder? Also das ist halt so extrem. Ja. Ogerschau. Ogerschau ist Extremsport. Man unterschätzt das immer. Was macht da jetzt unser Reini? Das V-Suchen für Vagina, oder? Ja. Das ist ja ein Ohr. Kannst du dir vorstellen, wie Rainer irgendwann mal seinen Kopf runter in die südlichen Gefilde einer Frau bewegt und versucht, ihr ins Ohr zu flüstern? Warum, ne? Das ist tatsächlich ein netter Gedanke. Manchmal möchte. Netter Gedanke, muss ich sagen. Ich stelle mir das gerade vor, gewollt oder nicht. Der Gedanke, ja, das erinnert mich immer an die Folge bei The Office, wenn Dwight den Human Resources Typen da fragt, wo die weibliche Vagina liegt. Irgendwie so am Bein oder so? Kennst du noch seine Haarpracht von früher? Wessen jetzt? Reini seine. Ich kenne einige Haarprachten. Und da stell dir mal vor, der ist gerade zu Gange bei einer Frau dazwischen den Beinen. Dann sieht es mit Sicherheit aus, als hätte sich die Frau schon lange nicht mehr rasiert. Oh mein Gott. Ja, wenn sie dann ein Foto von oben macht. Ja. Du musst aber einiges rausblieben hier, ne? Naja. Stelle ich mir gerade vor, das. Nee. Nee. Bitte nicht. Ich möchte das nicht. Ich kann das nicht. Einfach nur reinhauen. Wieso bin ich jetzt schon wieder verreckt? Ja. Wie oft verreckt der denn? Ja. Und das auf dem Story-Modus. Wieder da. Baby. Ich muss jetzt mal das Headset abziehen, sonst wäre mir mein Trommelfell geplatzt. Na, so laut war ich jetzt ja auch nicht. Nö, oder? Fandest du ihn jetzt laut? Na, überhaupt nicht. Das war normal, so wie man sich halt unterhält in Emskirchen. Ja, die Emskirchner, wer soll sie auch hören? Sind ja weit und breit allein. Ja, das stimmt. Kennst du das Lied, der Berg ruft? Da gibt's ein Lied? Ja, da gibt's ein Lied. Ach, das wäre ein Film, irgendwie mit Luis Trenker oder so. Ne, das ist auch ein Lied. So stelle ich mir das auch vor, wenn du aus Entfernung dahin fährst, dann hörst du den Berg, als Schauerberg, schreien. Ja gut, okay, das ist eine gute Umschreibung dafür, stimmt. Der Berg ruft, ja. Da musst du mal so eine 1,5-Stunden-Compilation reiner permanent am Brüllen. Das heißt dann, der Berg ruft. Ja, genau. Ich möchte das aber nicht machen. Nein, ich auch nicht. Aber mir hat es ein bisschen laut angehört, deswegen. Das wäre noch doppelt oder dreifach so laut gegangen. Ja klar, Rainer. Flext er jetzt gerade mit Lautstärke, echt? Er flext mit allem. Ja. Mit Pensi kann er es nicht, also. Ja. Aber wir müssen festhalten, er flext nicht gerne, hat er mal im Video gesagt. Na ja, außer mit dem Lautsein, das ist ja was anderes. Ja, stimmt. Soll nicht einfach mal in Ruhe lassen, Mensch. Umso mehr bräuchte ich ein bisschen Entspannung. Oh. Ja. Nee. Boah, das ist so echt so 7., 8. Klasse Talk. So, ja. Ach,
Ach, das führt einem ja übel bei. Falls irgendjemand nicht weiß, was er damit meint mit Entspannung, er meint Ding. Ne? Ding, genau. Das meint er damit. Die haben auch keine Hobbys, die Leute anscheinend. Ja, doch. Doch, am Zaun stehen. So hat halt zu. Ja. Mama, ich will aber einen Affen sehen. Ja, gut. Ich hab da eine Lösung. Ja. Komm, wir fahren zum schaurigen Berg. Ich hätte am Dorfeingang hätte ich einfach Eintrag anstelle der Bürgermeisterin drin, der Frau Winkelspecht, hätte ich einfach Eintritt genommen fürs Dorf. Oder anders, wir fahren zum schaurigen Zwerg am schaurigen Berg. Genau. Das ist ja nichts Neues. Aber ich bräuchte umso mehr ein bisschen Entspannung wegen diesem ganzen Mist. Nur, dass es am Wochenende nicht klappt. Erhofft er sich jetzt von dieser Mulle eine Reaktion? So ein Mitleidsflirt, ja, sodass er sagt, ja okay, ich komme, weil du so ein armer Wicht bist, komme ich vorbei. Man könnte ja auch einfach sagen, ja, halt's Maul, dann lege ich in eine heiße Wanne. Aber da will er ja nicht hin. Ja. Er will ja ganz klar Entspannung. Für ihn gibt es ja nur Sexy Time und Zocken und Essen. Und ja. So. Und das heißt, alles, das ist echt wie so als früher, so kleine, als so Teenager, so, hä, ja, ich bräuchte mal ein bisschen Entspannung. Nee, hast schon verstanden. Entspannung. Nee, ich meine Entspannung. Das ist so ätzend. Und dabei dieses Hochziehen von den Augenbrauen. Ich wette, wenn der jedes Mal, wenn der sagt Entspannung, macht er dieses mit seinem dämlichen... Und diese Gesichtskürbis immer. Ja, ganz genau. Weil er immer denkt, es ist witzig. Also ich habe so das Gefühl, er denkt, es ist witzig. Ja, gut, da könnte man jetzt schon einen Fehler drin sehen. Also er denkt, also er reagiert halt auf Schlüsselreize. Ja. Ich glaube nicht, dass er viel denkt. Rainer ist so einer wie so eine Spinne. Die sitzt dann im Loch, was ich, was die macht, Zelda zocken und sobald irgendwas Weibliches außen vorbei rennt, zack, raus. Ja, stimmt. Der reagiert wirklich nur, das ist einfach nur ein Reaktionsmensch. Der hat, mit Denken ist da nichts. Ja, ja. Tat. Ja, mal gucken. Vielleicht finde ich ja an, die Bock hat. Ah, schon mal. Ne? Ja. Erklärt. Besser. Da hat er jetzt gemerkt, okay, die reagiert nicht auf mein Geflirte. Ja. Geflirte ist gut. Ich stelle mich auch nächstes Mal in der Kneipe einfach neben irgendeine Dame und sage, boah, ich könnte echt ein bisschen Entspannung gebrauchen. Wink. Zwinker, zwinker. Ja. Klappt immer. Und vergesst bitte nicht die Gesichtskirmes und das wackelnde Bein. Ja. Gut, das mit dem Bauchwackeln funktioniert bei dir wahrscheinlich nicht so. Bei mir würde das auch nicht so funktionieren jetzt. Nee, leider nicht. Da muss ich noch trainieren. Also essen. Oh Gott. Lass es nicht so weit kommen, bitte. Nein, auf keinen Fall. Das wäre ja... Oh weh. Hör mal von deinen Mädels ab. Junge, wie so ein Kasten Bier, den man so verleiht, verstehst? Ja, was soll ich sagen? Gib mir mal eine von deinen Mädels ab. Ja, ja. Oh. Stellst dich so an den Markt und sagst, hier ein paar Mädels, wer möchte noch ein paar Mädels, ja, günstig im Angebot, so, weißt du, Marktschreier. Ja. Seine Mädels sitzen auch schon alle da in der Reihe und sagen einfach nur, ich bin fast schon zu schwitzen, vor Panik. Ja, ja, da läuft das Wasser schon die Straße runter. Ach ja, entlang an den Ohren. Mhm. Am Ohr, meine ich. Ja, am Ohr. Amor. Daher kommt auch das Wort Amore. Amore? Ja. Am Ohr. Genau. Das ist ja nicht italienisch. Nee. Ach stimmt, unser Reini ist ja auch Italiener, ne? Ja, der ist ganz großer Italiener. Ja, deswegen schreit er auch immer so rum, weil er da das italienische Blut in sich hat. Ach stimmt, das ist Emotion. Das ist überhaupt nicht.
Ja. Na gut. Und ich habe mal wieder keine Nägel. Einen hat er. Bitte. Das wäre gar nicht Nagel. Ach, glaub mir. Einen Nagel habe ich immer. Ach, du blödes... Oh. Du musst... Das ist echt wie auf einer Klassenfahrt Wahrheit oder Pflicht spielen und dann diese dusseligen Kommentare von dem Deppen. Ja. Oh. Und der denkt halt wirklich, das macht ihn cool. Gut, zum Thema Denken. Ja. Ne? Also. Das ist das Schlimme. Er meint echt, er wäre eine coole Socke. Ja. Ja, das meint er. Und. Ehrlich. Und glaub mir, wenn der zusticht. Junge! Boah. Ja, mehr als stechen ist aber auch nicht, genau. Nägelchen. Ja. Reißzwecke ist da reiner. Ja. Der stößt nirgendwo an und der berührt auch nichts. Der ist so kurz, der kann bei ihrem Ohr noch nicht mal das Trommelfell perforieren. Nein. Hilfe. Und das Einzige, was da rauskommt, ist totes Wasser. Jetzt können wir weitermachen, bitte. Glaub nichts, kein Glaub mehr. Glauben. Macht man das nicht eigentlich Hammer? Danke, Demon, das habe ich gesucht, ja. Eigentlich ist es Hämmern. Da gibt es so einen Spruch, den, ja, ich weiß nicht, ob ich den dann danach rausschneiden sollte, aber irgendwie auch nicht, weil mir die gefällt. Dann, Arsch über Berg umgedreht und wie ein verbogener Nagel zurechtgehämmert, weißt? Daher... Was hast du gesagt? Ich habe nichts verstanden. Pass auf, Arsch über Berg umgedreht und wie ein verbogener Nagel zurechtgehämmert. Okay. Warum willst du das rausschneiden? Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie diese YouTube-Bremse in meinem Kopf. Und trotzdem musste es raus. Okay. Also ich würde es nicht rausschneiden. Also ich denke mal, so gut ist der Algorithmus noch nicht, das rafft der nicht. Okay. Ja gut. Ja, ein Versuch ist wert. Aber ich weiß nicht, wie er da drauf kommt. Nagel, ne? Demon hat schon recht. Eigentlich ist es mehr ein Hammer. Weil er ein Dulli ist. Ja, richtig. Entschuldigung, das ist die einzige Erklärung dafür, die ich habe, weil er ein Dulli ist. Richtig. Aha, Nageln, ahahaha, guck mal, mein Nagel. Ja. Er ist halt im Raum der größte Lappen. Was willst du machen? Ja, ja, es gibt keinen Lappen, der größer ist im Raum. Genau. Ich weiß ja nicht, was du in der Hose hast, aber meiner sieht eher aus wie ein Nagel. Junge. Jetzt, Das stimmt, Rainer. Ja. Das ist richtig. Nagel, der so, der wo gerade nochmal noch ein Drittel raussieht. Und zwar von der anderen Seite der Wand. Oder? Ich fällt dazu nichts ein. Mir auch nicht. Scheiße. Das ist wie ein Hammer. Hat weniger Vergleich mit einem Hammer. Das ist der Schwanzvergleich gemacht, lol. Komm, Rainer? Ich bin auch noch da. Reini? Wir haben nicht pausiert. Ich habe keinen Nagel, tut mir leid. Nee, das ist ja das Tübelloch. Ich bin morgen Abend auch noch mal da. Weiß ich vorher nie, wann ich da bin. Okay. Aber du bist eher das Dübelloch. Also erstmal für Dübel braucht man da nicht eine Schraube und keinen Nagel. Und also er hat ja jetzt, er hat alles Mögliche da unten vielleicht, aber keine Ringel. Was weiß ich, wofür man Dübel braucht. Also gut, das ist jetzt auch natürlich Nitpickerei, ne? Also, aber
Da sagt er zu der Frau, zu dem Mädel, du bist eher das Dübelloch. Boah, da brodelt's in mir. Ja, ja. Da siehst du einfach. Das ist eine Anfrage. Dieser Mensch hat noch nie gefuckt. Oder gedübelt. Oder gedübelt. Genannt. Ja, ist einfach Fakt. Also, aber er ist ja der große Lustlord. Auf jeden Fall. Ja, der kriegt halt sein Wissen, weiß er aus irgendwelchen komischen E-Mails, die erklären, wie tief die Vagina ist. Genau, genau. Gott. Bäh. Dann auch so schreiben. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auf jeden Fall habe ich nach diesem Video erstmal ja, das Bedürfnis zu duschen. Ne? Ja, ich habe das leider schon hinter mir, aber ich werde es wahrscheinlich nochmal tun. Müssen! Doppeldusch. Ja. Okay, cool. Kannst du mir dann ja auch zu dem Thema, was wir vorhin besprochen haben, wenn du Interesse hast, mir schreiben. Ja. Dann können wir weiter drüber reden. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ich bin morgen Abend vielleicht nochmal hier im Schwarz. Okay, tschö. Schönen Abend dir. Also ich weiß es noch nicht, wie gesagt. Mal gucken. Vielleicht sehen, jetzt. Ob du da bist oder nicht, dann komme ich rein. Ja, im Normalfall schreibe ich auch, dass ich da bin, damit sie da mitkriegt. Okay. Tschüssi. Jo, tüdelü. Schönen Abend dir noch. Tüdelü. Ja, dir auch. Tüdelü. Ach, tüdelü. Ja. Jetzt hat er es doch nicht geschafft. Und sie war auch nie bei ihm. War sie das nie. Hoffe ich doch. Ja, das ich auch. Und wenn, sobald er aus der Tür wongelt, war ihr Gedanke, oder wäre ihr Gedanke mit Sicherheit gewesen, wo bin ich hier? Wieso habe ich das getan? Polizei rufen oder Zoo anrufen, dass sie das Ding wieder abholen. Das ist, ja. Geht gar nicht. Ja, einsperren, Schlüssel wegschmeißen. Mhm. Mhm. Danke. Komisches Mädel. Ja, da könnte ich mich jetzt aufregen. Die ganze Zeit versucht hier einen rein zu flirten, verstehst? Rein mit AI, ganz wichtig. Und jetzt, wo sie weg ist, komisches Mädel. Ja, das ist genauso wie, was weiß ich, irgendein Vollassi baggert, versucht die ganze Zeit Susi anzubaggern und dann sagt sie, sie will nicht, haut ab und dann ist sie, ja gut, die ist ja verrückt, die hat's ja nicht alle. Richtig. Da wollte ich ja gar nichts mit, nö, also, nee, gar nicht. Ja, genau, das ist mit Sicherheit auch das, was er gesagt hätte, würde ihn jemand fragen, und war sie jetzt da oder hat sie abgesagt? Er dann so, nein, mit der hätte ich eh nichts gewollt. Ja, genau, ja, genau. Das ist so mies. Solcher Dulli. Naja. Ja, wirklich. Ein bisschen strange hier. Wo war ich denn strange? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sie hat halt nichts gesagt. Und ja, wahrscheinlich hat sie sich gedacht, nee, ich gehe da eh nicht hin. Und wieso soll ich da dann irgendwas sagen? Weil ich habe gelernt jetzt, du wahrscheinlich auch, ich habe gelernt, dass wenn Frauen da wirklich Interesse haben, machen sie bei dem Spielchen auch mit. Und deutlich mit. Du merkst es. Manche, aber manche sind auch wieder, das kann man halt nicht so verallgemeinern. Das ist mal ein bisschen unterschiedlich. Ja. Aber ich würde eher sagen, sie ist etwas seltsam oder wäre etwas seltsam gewesen, wenn sie tatsächlich gesagt hätte, ach ja, Rainer, dich besuche ich doch mal gerne. Ja. Dann hätte ich gesagt, alles klar, die ist, irgendwo ist sie fertig. Ja, oder sie hätte gesagt, dann hätte ich es wieder verstanden, mit meinen 10 Brüdern. Genau. Das macht eben die Besten aus. Die Besten? Ja, genau, was? Klar. Die verrücktesten Menschen der Welt waren gleichzeitig die genialsten. Oh, jetzt kommt das größte Geflexe. Eieiei. Albert Einstein. Passt mal gut auf, was da jetzt kommt. Beethoven, Bach, Van Gogh, Drachenlord. Hier ist jetzt Schluss. Alter. Was für ein
Ich kann immer. Ich, nee. Was für ein Schwachkopf. Vor allem nennt er alle Leute, die A, arbeiteten, ja, an was auch immer, und nicht einfach nur auf einer Couch sitzen, ja, und irgendwelchen Stuss sabbeln. Der Vergleich, das hatte ich so noch nicht gehört. Danke für diesen Discord-Leak. Gerne. Den hat. Irgendwie ist der mir unter die, zwischen die, wie heißt das, zwischen die Lappen. Gegangen? Nee. Durch die Lappen gegangen. Durch die Lappen, ja. Aber zwischen die Lappen ist auch okay. Ja. Und das geht weiter. Es gibt noch sehr viel schlimmere Leaks mit Mullen. Sehr viel schlimmer. Das ist noch einer, ich wollte langsam anfangen. Ja, das ist noch einer von den harmloseren. Um Gottes Willen. Das geniale Menschen. Ich weiß nicht, Vanessa, wie heißt sie, Vanessa? Wie alt ist die? Ach nee, die ist gar nicht so jung, ne? Die klingt immer nur so komisch jung. Laut ihrer eigenen Aussage ist sie, glaube ich, 35, jedenfalls hat sie mir das gesagt. Ja, sie hatte das mal erwähnt, irgendwie, ja. Vanessa Miss Emotional ist 35? Wenn das stimmt. 17 war die doch, oder 18 oder so. Jedenfalls so jung, dass ich gesagt habe, na, da mache ich jetzt nicht irgendwelche, da muss ich schon gucken, was ich sage. Ich habe mal gesagt, komm rüber zu uns, zur guten Seite oder so, aber das war's dann auch. Ich meine, die wäre jünger. Und das erklärt ja auch, ne, ist halt noch ein bisschen bräsig so. Ja, du meinst jetzt die helle Seite der Macht, ne? Das kommt drauf an, welche man für die gute hält. Ja. ist jetzt. Bitte? Geht es jetzt weiter hier? Ding? Ah, jetzt. Na, hört noch was. Irgendwie Probleme oder so, weiß man ja auch immer nicht. Das ist allerdings auch richtig. Alle Rainer. Und was mache ich jetzt am Wochenende? Fressen, was du immer machst. Oh, Alter, keine Ahnung. Ich denke ja, fressen, daddelne, wichsne. Ja. Ne, weil Fugne fällt flach. Zumindest Menschen, also Lebende. Ja, Lebende. Raus zum Vögeln. Oh. Nee. Da war er 32. Ja. Ne? Also, gerade geworden. Also, nicht gerade, aber ja, doch. Also, was für ein Idiot. Ja, es ist. Boah. Dreht sich dabei, wenn er sowas sagt, auch immer der Magen um? Er versucht's. Ja. Aber ich bin drin mit. Schon abgehärtet. Ja, so ungefähr. Ja, dann klär dir doch hier Vanessa. Hatte ich ja vor, aber dann bist du dazwischen gekommen. Oh. Ja, es ist Demon wieder schuld, weißt du? Erinnerst du dich? Er war schon mal schuld. Ist er nicht immer schuld? Immer sind die, ja. Ja, stimmt. Weil er hat schon mal in einem anderen Discord-League, denn vielleicht mache ich den auch noch, da hat er ja Demon mal angemeckert, weil er ihm ja die Beute weggestohlen hat und es mit einer Bar seinem Revier verglichen hat. Oh, doch, genau, das weiß ich wohl, richtig. Ja, das, ja. Das sind ja alles seine Mullen, die da im Chat sind. Genau, da hat er Demon schon mal angemacht, blöde. Hm. Der Arme musste öfter hinhalten. Wo ich mir denke, so, ich wollte ihn auch mal fragen, wie oft er in den Leaks in die Tischplatte gebissen hat. Wie oft, um nicht rausgeschmissen zu werden. Das muss absolut heftig sein. Also ich wundere mich immer wieder, wie Leute das hinkriegen, ja, da sich dann neutral zu verhalten. Das bewundere ich auf jeden Fall. Absolut. Weil du wahrscheinlich auch. Also ich gebe mir 5 Minuten oder 10 höchstens, dann wäre Ende gewesen. Ich könnte meine Klappe nicht halten. Ja. Dazwischen gekommen, ja, dann sag doch was, dann wäre ich einfach rausgegangen, hättest du weiter baggern können.
Hätte ich ja schlecht machen können. Ja, was? Mach dir keine Sorgen. Ob du drin wärst oder draußen, hätte nichts geändert. Ich glaube, das Gespräch wäre genauso gegangen wie mit dir oder ohne dir. Mullenlos durch die Nacht. Alter. Ja, richtig. Richtig. Das heißt Baggern. Ich habe sie ja, hab ja halt angeboten und so. Ne? Mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass sie Interesse hat. Jedenfalls hat sie keinerlei Anstalten gemacht, irgendwie nachzufragen oder hat keinerlei Interesse gehabt. Also, die ist deswegen gegangen, weil ihr das Gebacke auf den Sack gegangen ist. Könnte ich wetten. Ja, was ekelhaft ist. Da kann ja man sich jetzt das ausmalen. In Wolkenkuckucksheim könnte man sagen, ja, nein, Bodyshaming, nein, wir sind alle wunderschöne Menschen. Nein. Nein. Sind wir nicht. Und manchmal sind die einen sehen halt so, die anderen so aus. Aber wenn man jetzt so aussieht wie Rainer und sich auch noch so verhält wie Rainer, ist das das Unattraktivste für... Also, wenn ich das so beurteilen kann, für mich wäre es das Unattraktivste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Absolut. Das wäre so für mich, als würde mich Frau, die alte Ritter anbaggern, plus 200 Kilo. Ja. Ja. Wir wollen hier keine übergewichtigen schämen, aber es ist halt in seinem Fall, sein Charakter sorgt halt da noch für mehr. Es ist ja nicht alles, ja? Aber trotzdem, egal ob es jemand einsieht oder nicht, der Blickwinkel ist mit. Mir fällt jetzt kein anderes Wort ein. Das Winkel. Auge ist mit. Der Blickwinkler. Ja, einmal das, oder du hast eben für jemanden Gefühle entwickelt, die dich einfach dazu bringen, sich nahe fühlen zu wollen. Aber das braucht natürlich auch einen gewissen Charakter. Ansonsten du bist unverliebbar. Also, weißt du, was ich meine? Ja, das ist einfach Fakt, ja. Ja. Außer ich erinnere mich dann nur an eine Frau, die da ein bisschen, wie ich finde, geistig verlassen war. Das war Benedik. Kennst du bestimmt auch. Die Geschichte. Ist das die Barcelona-Frau? Ich weiß jetzt nicht Barcelona, aber kurz erklärt, die hat ihm so viel gespendet, über 1000 Euro, und wollte mit ihm tatsächlich was anfangen. Oh! Ja gut, wer war die Frau? Wie alt? Wie? Weiß ich nicht. Benedik, sagt dir nichts? Sagt dir nichts? Warte mal kurz. Hat sich das für mich erledigt? Ich bin niemand, der sich anderen aufdrängt. Zumindest war ich es bislang nicht. Ja, keine Ahnung. Ja, dann arbeiten halt, ne? Ja. Was ist arbeiten? Und er ist niemand, der sich anderen aufdrängt. Das sagt er, der die ganze Zeit, wenn jemand draußen rumschreit und hinterherläuft. Ja? Aber er drängt sich niemanden auf. Ja, er ist ein sehr zurückgezogener Mensch. Ja. Ja. Er stand auch nie draußen am Tor, hat die Leute nass gespritzt. Das ist, oh, das ist das Nächste. Ne? Hast du dich da schon mal gefragt? Jeder fragt sich immer, was er da für Strom verbraucht hat. Ich habe mich da oft gefragt, wie viel Wasser hat der verbraucht? Ja, der wollte halt nur gießen. Vielleicht. Ja. Der wollte die Ohren feucht machen. Ja. Dass wenigstens etwas bei seinem Anblick verläuft. Ja, genau. Übel, voll übel. Übel. Ich hoffe, dass morgen meine Teile kommen, ey. Ach, was hat er denn da? Ja, seine Teile. Ich will mir nicht vorstellen, welche Teile er meint. War das nicht zu der Zeit Grafikkarte oder Lüfter oder irgendwie sowas? Grafikkarte? Ich glaube ja, weil 2009, das ist kurz vor der Verhandlung gewesen, vor der ersten, im Oktober. Ja, irgendwas war da mit Grafikkarten, Lüfter, keine Ahnung. Ja, und da ist auch schon wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, aber ich glaube, da hat er auch das Haus schon verkauft gehabt. Oder? Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das kommt erst noch. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, ob er bei der ersten Verhandlung Ford Blue schon hatte. Nee, hat er da noch nicht gehabt. Hat er den nicht im... nee, quatschen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich auch nicht. Nicht mehr. Ah, verdammt. Komm, Stuhl? Was? Komm, Stuhl? Stuhl? Und wir haben nicht pausiert. Zeit werden würde es. Stille Nacht. Reinige Nacht.
Und ich fülle mir den Sack auf, Alter. Ah, fehlt nicht viel. 121. Wie will der sich den Sack abfrieren? Der ist eh eingebaut. Vor allem, er ist so ein Drache. Er soll einfach in die Zimmerecke spucken. Was weiß ich. Den Ofen so anpusten. Zack, Feuer. Ach. Boah. Ich glaube nicht, ich fliege mir den Arsch ab. Was ist das denn? Welchen? Vielleicht Fieber oder so? Oh, da spricht wieder Dr. Winkler. Ja. Ja, ja. Fieber? Nee. Fieber, ich kann es. Das Problem ist, ich bin extrem kälteempfindlich. Ich mag keine Kälte. Alles hat 25 Grad. Aber er hat die großen Dorf-Dulli-Abwehrkräfte. Er hat, ey, der hat eine, was weiß ich, eine 5 cm Fettschicht darüber. Also. Ja. Er ist kälteempfindlich. Der große Wikinger. Amon Amarth. Ja, ja. Genau. Amon Amarth. Der Metal-Wikinger. Ja. Ja, gut. Auf Madeira halt. Madeira ist ja warm. Stimmt. Er ist ja auf Madeira, ja. Ja, hin und wieder besucht er auch Unge. Wenn der Unge nicht gerade bei mir im Keller sitzt, dann kann das stimmen, ja. Ach so, der sitzt bei dir. Okay. Ach, deswegen schreist du auch oft in den Keller runter. Deswegen. Naja, ja, ja. Da ist er wieder zu laut, ne? Wahrscheinlich. Genau. Okay, alles unter 25 Grad. Bah. Jetzt, wie du gerade sagst, jetzt stell dir mal vor, bei der Fettschicht, wie kann jemand mit der Schicht kälteempfindlich sein? Ja, wenn er jetzt, er bewegt sich halt nicht, ne? Wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du hast etwas kühler im Haus und du sitzt nur da über Stunden, vielleicht friert man dann. Aber wie? Er fängt doch oftmals beim Sitzen und Schnaufen schon das Schwitzen an. Ich weiß es doch nicht. Wie? Vielleicht braucht er einfach nur wieder eine Eigenart. Ja, ich bin der einzige Elefant, der dem kalt ist. Dauernd. Ja. Unter 25 Grad bin ich der Einzige. Und wenn mir kalt wird, dann ändert sich auch meine Augenfarbe. Ja. Kennt man ja. Stimmt. Oh, kann man sich nicht mehr ausdenken, sowas. Und nee. Außerdem schrumpft er auch von seiner 1,96 auf die im Führerschein oder angegebene wirkliche Körpergröße. Von 1,86, was ja schon nicht klein ist. Aber nein, er muss natürlich trotzdem nochmal übertreiben. Naja, gut. Einen draufsetzen. 10 Zentimeter nochmal draufsetzen. Also das möchte ich. Weiß nicht. Hätte er lieber woanders draufsetzen sollen. Ja. Nicht, dass das, in meinem Alter hat man ja gelernt, dass dann ist das eigentlich, ja, das ist halt Kindergelaber, aber na gut. Ja, eben. Das heißt, wenn ich wegziehe, ziehe ich irgendwo in ein warmes Land. Zumindest ist das der Plan. Aber Madeira, aber pst, das wusste er damals noch nicht, ne? Madeira ist ja sein Ziel. Der sucht immer noch Madeira, der meint, das wäre irgendwo in Portugal. Der weiß nicht, dass da eine Insel ist, so weit außen draußen. Ja, weiß er nicht. Aber für Reini ist es halt in Portugal. Ist halt so. Ja. Ist halt ein Teil von Portugal. Also irgendwie. Ja, irgendwie. Die sprechen auch dort Portugiesisch. Ich habe mal Spanisch gesagt. Da habe ich Hate abgegeben. Junge. Ja, nee, da muss man schon so dieses Jijajuju, das muss man schon drauf haben. Ja. Portugiesisch. Reini? Ja, Kälte mag ich aber auch nicht sonderlich. Sitzt am Klo, so hört sich halt an. Es geht nichts über schönes, warmes Wetter. Ich mag tatsächlich kaltes Wetter viel lieber. Das ist ja eben auch selbst überlassen tatsächlich. Gott sei Dank. Tatsächlich sogar. Wollte ich jetzt auch gerade sagen. Stell dir mal vor, wir müssen alle im kalten oder alle im warmen Wetter leben. Das würde ich für manche Menschen definitiv die Hölle. So zum Thema Kälte. Kaum verlasse ich den Raum hier, ist es schon wieder kalt. Kalb.
Was haben diese Discord-Dinger eigentlich für einen Sinn? Also der ist ja, das ist ja langweiliger als, weiß ich nicht, Regenwürmer beim Liebe machen zuzugucken. Machen Regenwürmer Liebe oder sind die autosexuell? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist da autosexuell. Okay. Das wäre noch die einzige Chance für Rainer. Ja, das Ende von diesem Discord League ist ein bisschen zu zwischendurch ein bisschen lang, aber du musst, der Anfang war schon echt. Der war übel. Ja. Na, mal abwarten. Dieses Ding hat auch noch ein paar so Überraschungen für sich. Wir haben nicht auf Pause gedrückt. War das jetzt Blasmusik? Blasmusik mit einem Gähn-Sound. Oh Gott. Ich bin jetzt schon müde. Jetzt schon müde. Es geht. Reini ist immer müde, weil mit seinem Gewicht kann der Körper keine Energie mehr so weit aufbringen, dass dieser Körper jemals überhaupt wach wird. Jo, stimmt. Da kann der sich Energie reinpfeifen, wie er will. Und ja. Kaffee mag er natürlich nicht, weil da natürlich mindestens 10 Würfel Zucker rein müssen. Kaffee ist halt, musst du halt auch machen. Du musst ja Kaffee machen. Dann musst du, deswegen hat er auch diese Schnellmaschinen da, hier Senseo und was weiß ich nicht alles. Ich persönlich mache die nicht, weil der Kaffee da einfach zu wässrig für mich schmeckt. Ja, ist so. Aber wenn er sich einen vernünftigen Kaffee machen will, muss er ja den Kaffee erstmal, also aufstehen, um den zu machen. Dann wieder aufstehen, den zu holen und dann auch noch mit Umweg über den Kühlschrank. Weil er ja nicht immer Haarmilch hat, deswegen wollte er immer Haarmilch haben, damit er die schön neben seinem Tischchen stehen lassen kann, ohne dass es schlecht wird. Der ist so faul, das kannst du ja dir nie ausdenken. So weit, ich bin ja auch jemand, ja, hin und wieder faul. Ja. So Sachen, manche Sachen mache ich halt einfach ungerne. Ja, normal. Aber manche Sachen kann man auch umgehen. Ja. Du kennst es bestimmt von früher vielleicht, wenn du dir was zum Essen machst, zum Beispiel im Topf oder in der Pfanne. Um kein Geschirr dreckig zu machen, nimmst du die Pfanne mit und isst aus der Pfanne. Ja. Ja, aber das ist ja jetzt, also das hat doch damit, das ist doch einfach nur auch Atmosphäre. Also wenn ich zum Beispiel Bud Spencer gucke und Terence Hill, dann will ich meine Bohnen aus der Pfanne essen mit viel Brot. Stimmt. Das ist ein guter Plan. Ja. 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 Bei Ritteressen, da esse ich auch am liebsten so Prosciutto, so schönen Schinken. Ne? Und ich mache halt so gerne Vollambiente. Und ja. Gibt's bei euch Ritteressen? Gibt's das? Bei mir zu Hause gibt's das, ja. Ah, okay. Cool. Und nicht im Restaurant. Das heißt, gibt's schon. Wir waren mal bei einem Piratenessen, das kannst du aber auch vergessen, das Essen. Das ist dann so mit so einer Aufführung verbunden, wo die dann da piratenmäßig rumtanzen und was weiß ich. Und dann sitzt du in so einem großen Piratenschiff, das war unten in South Carolina. Und dann ist da halt in der Mitte von dem Ganzen ist halt Wasser und Piratenschiff und dann tanzen die da rum und singen und machen eine Show und du kannst dabei Piratenessen essen. Was ein halbes Hähnchen war mit Pommes. Ha. Oh! Ha, ach du. Okay. Typische Piratenmahlzeit. Okay. So. Aber das klingt nice. Piratenmahlzeit? Wäre ich dafür. Würde ich mitmachen. Was ist denn eine Piratenmahlzeit eigentlich? Also bei Rittern hast du halt, ne? Keule und was weiß ich nicht alles und. Aber bei einem. Was ist denn eine typische Piratenmahlzeit? Außer jetzt Matthias-Brötchen. Nee, ich kann mir das gerne so, ich kann mir das ehrlich gesagt so vorstellen mit halt Fisch und so, ne? Weil du bist auf See und so und hast halt da Rum und Fisch. Okay, also Piraten kann man dann doch eher mehr in Saufgelage als essen, also Rum halt. Ja, ist so. Ja, also, jetzt stell dir mal vor, du bist da Captain auf einem Schiff und hast da lauter besoffene, ja, Leute rumstehen. Und dann hast Sturm.
Dann denke ich mir auch so, gute Nacht. Das riecht schön. Ja. Wie bei Rainer zu Hause. Ja. Der ist auch Pirat. Ein Pirat im Sturme. Ja. Werde. Ja. Hm. Ja, hm. Ich weiß nicht. Ich habe mir das jetzt gerade so vorgestellt, er wird erobert im Sturm, aber den Gedanken habe. Ja, Nee, kannst du nicht machen. Rainer auf dem Boot, wenn er in eine Ecke taumelt, dann kentert das Ding. Das geht nicht. Stimmt. Das würde hinten oder vorne überkippen. Nee, genau. Apropos, jetzt stell dir das mal vor, ne, das ist eigentlich eine Frechheit. Ne? Jetzt stell dir mal vor, der muss, weil er irgendwas hat, ins Krankenhaus, was ja sicherlich passieren wird. Und die armen Ärzte, und die armen Ärzte müssen diesen Kadaver von Körper von der einen Bett ins andere tragen. Ja, nicht, muss so rüberrollen. Das wird ja auch so, die würden dann halt Bett neben Betten drüberrollen. Anders geht's nicht. Ja, aber das ist eigentlich eine Frechheit, oder? Also, finde ich. Eigentlich müsste er die doppelte Gesundheits-, wie heißt das, Krankenversicherung zahlen. Ja, richtig. Richtig. Und auch bei uns ist ja so 10 Euro pro Tag im Krankenhaus. Ich finde, er müsste 20 Euro machen. Ja, er isst ja auch mehr. Richtig, er isst auch mehr. Ich stelle mir den vor, wenn dem Krankenhaus Essen geliefert wird und dann sagt, das habe ich aber nicht bestellt. Da kann man ja dann Pizza bestellen. Ja. Gucken wir mal, was er noch raushaut hier. Ja. Anspannung nicht so. Also Rainer kümmert sich, also das ist mal Fanmanagement, ne? Ja, das ist Fanmanagement, ja. Wie viele sind da eigentlich in dem Stream? Sind da, also er und Damon oder was? Demon. Also ich höre immer nur entweder ihn oder Demon oder eben Vanessa, aber die ist ja weg. Jetzt. Also, Moment, das war aber doch nicht Vanessa. Doch. Ach, das war Vanessa? Ja, das war Vanessa. Oder auch Miss Emotional genannt. Die hörte sich aber schon älter an als 17. Naja, gut. Also manche Leute klingen älter als sie sind. Habe ich schon sehr oft erlebt. Naja. Da habe ich mich hin und wieder schon derbe verschätzt. Nach oben wie unten. Hihihi, unten. Ach, grauenvoll. Ja. Reini? Ist er geplatzt? Hat er sich runtergefahren? Wenn man so gleich irgendwelche Katzenschmatzen hört, dann weiß man, oh oh. Ja. Wir sagen das alles während dem Video. Also wir haben nicht Pause gedrückt. Da ist gerade auf jeden Fall ein Hater am Haus vorbeigefahren. Ja. Ich wollte gerade sagen, ist er jetzt rausgegangen? Also nicht. Ich zieh mal einen Pulli an. Alter, ich sitze hier oberkörperfrei mit kurzer Hose. Ich hab gar nichts an. Zwei Leute. Ja, aber ihr habt vermutlich auch eine Heizung. Hey, ich habe die Fenster offen. Wollte ich ja sagen, ich habe die Heizung überhaupt nicht an. Ich habe auch Fenster auf. Wir haben hier, ich glaube, 20 Grad oder so, 21 Grad. Ja. Da würde ich mir an Reinis Stelle echt mich mal untersuchen lassen, dass ich bei 21 Grad einen Pulli brauche. Ja. Gut, der muss sich aus vielerlei Gründen untersuchen lassen. Oben in der Birne, so wie körperlich, ne? Aber ja. Ja gut, weiß ich nicht. Vielleicht sitzt er ja auch da, vielleicht ist das Zimmer halt auf der Schattenseite des Hauses und vielleicht haben die da auch Wind oder was. Das kann ja alles sein, weiß ich ja nicht. Also, naja. Ja. Aber meine Freundin war auch vorhin da. Da ist mir nur noch was warm. Ja. Was ist denn das? Stocher in der Wunde rum, dass ich am Wochenende keinen Sex haben werde. Dankeschön. Ach, Rainer, du hast nie Sex. Meine Güte, dieses Gelaber. Und, oh.
Und wo will er bitte rumstochern? Ja, genau. In der Axtwunde. Ja, da wird nirgendwo rumgestochert. Wenn der überhaupt... irgendwie... Ja. Wenn er irgendwie mit seiner Wurst in Senfglas will, erreicht er den Senf nicht. Das ist aber auch mehr so eine Beefy dann, ne? Also, ja. Okay, das sind genug Pimmelwitze über Rainer. Er ist halt... Ja. Kann er ja nichts für. Aber es ist halt das richtige Format. Ist natürlich schon, wenn man sagt, dumm, bums, gut. Ne? Das ist natürlich bei Rainer ist dann natürlich wieder das perfekte Beispiel fürs Gegenteil. Ja, richtig. Da sagt man genau, okay, nee, bei Raini. Ja, genau. Da bumst gar nichts mehr. Es ist jetzt bekannt als die Winklersche Widerlegung. Ja, genau. Hey, da hat er rausgehauen. Winklerische Überlegung, okay. Widerlegung. Ah. Widerlegung. Die Winklerische Widerlegung. Ey. Okay. Jetzt ziehe ich meinen Hut. Wird in die Schulbücher wird das eingehen. Ja. Wir schreiben hier Geschichte, Hank. Wir schreiben Geschichte. Ja. Achso, das habe ich gar nicht gecheckt. Wieso eigentlich nicht? Hattest du eigentlich Besuch erwartet oder was? Oh, wir wollten uns eigentlich treffen, hat aber nicht funktioniert. Bedauerlicherweise. Wer? Ich habe das nicht verstanden. Mit meiner Freundin. Ach so. Ja. Wie, die wilde Lisa ist doch da. Die war doch da. Ja, sie redet halt nicht viel. Oder ist sogar die wilde Lisa gegangen. Da habe ich mir oft vorgestellt, ne, das ist jetzt wirklich nichts für zarte Nerven, Leute. Sollte jetzt abschalten. Wie oft wurde die wilde Lisa von innen gesäubert? Gar nicht. Ich befürchte auch. Ja. Da muss das ganze tote Wasser ist da drin bestimmt verschimmelt und versiegt. Okay, ich wollte gleich noch Mittagessen. Danke dafür. So, das zum Thema Duschen, ne? Mich am Wochenende treffen. Aber es hat nicht funktioniert. Ich finde ja, ne, es ist fast schon ehrenhaft, dass die Mulle abgesagt hat. Ne? Also, nicht, dass ich es anders erwartet hätte, aber sie hat abgesagt. Hat man denn davon deren Namen? Leider nicht. Sagt er nicht. Schade. Das sagt er ja immer. Das geht euch nichts an. Genau, das ist Privatsache. Genau, das ist Privatsache. Privat. Tja. Das ist nicht schlecht, das nennt man Realität. Das ist eine ganz moderne Erfindung, bedauerlicherweise. Es gibt ja auch schlechte Realität. Ja, Rainer, dein Leben. Ja, richtig. Ja, naja, Realität ist und bleibt halt Realität, ne? Unabhängig von gut und schlecht. Ach, du, man hört ihn schnaufen, ne? Und weiß nicht, ist es jetzt gähnen oder nur schnaufen, ne? Das, ja gut, das werden wir nicht herausfinden. Ja, schon. Heini. Heinerle. Ach ja, übrigens, lieber Hank, wir haben jetzt aus 16 Minuten, wo wir jetzt im Video sind, eine Stunde und 10 Minuten gemacht. Ja, das nennt man auch mal Recycling. Aber absolut, absolut. Wir sind professionelle Content-Recycler. Ja, absolut. Alle möglich. Sauber. Mutter Natur wird's uns danken. Ich find's herrlich. Ist auch. Raini, du hast nimmer lange. Das hat er gehört. Ja, ja, ich glaube. Sofort hat er wieder diesen Wahlblas-Sound losgelassen.
Ich habe auch gedacht, jetzt, oh, das hat er gehört, jetzt kriege ich gleich meinen Anschiss. Oh, oder ich werde gleich gebannt. Weil... Ja. Wie oft wollen die jetzt noch vorbeilaufen und mir auf den Sack gehen? Ja, das waren bestimmt 10 verschiedene Leute, aber es waren ein und die gleichen, verstehst? Du kannst du da nicht langlaufen. Der ist einfach nur neidisch. Das sind ja Leute, die laufen können. Er kann halt nur wonkeln und dabei tropft ihm das Wasser aus dem Bein. Dann ist er natürlich neidisch auf jeden, der sich nochmal bewegen kann. Richtig. Oder poppen. Ja, der, komm. Du weißt doch, er ist da sehr ausdauernd. Ja, natürlich. Bei allem anderen nicht, aber da ist er ausdauernd. Möchtest du gerne wissen, was der da macht? Ja, irgendwie schon. Also für mich hört es sich immer so an, als haut er auf einer Tastatur rum. Der macht ja Steuererklärung oder so. Ja, er allein. Schreibt an seiner Doktorarbeit. Das ist natürlich, ja. Ja, genau. Für seinen dritten Doktor schon, ne? Dr. Winkler. Ja, ganz genau. Ein weiser Mann. Und ja, schön. Und schön. Besseres zu tun hat. Komm, Rainer. Und noch mehr Leute. Ey, das ist nicht normal. Rainer, vielleicht gehen die auch einfach nur spazieren, weil die Gegend, wo du wohnst, ist ja eigentlich schön. Und das hat er ein paar Mal gemacht. Also als er seine Liste geführt hat, hat er einige Male auch gezeigt, wen er da aufschreibt. Und da waren tatsächlich einfach nur ein älteres Ehepaar. Ja, ist alles Hater. Alles Hater. Ja. Die laufen auch schon alle seit 10 Jahren an ihm vorbei. Die machen nichts anderes. Immer im Kreis. Circle Wongel. Ja. Weißt du noch, wo er auf das eine Auto mal mit einem Pflasterstein geworfen hat? Jo, da hat er ja auch, da war er ja auch vor Gericht für, ne? Ja. Und das war einer der Punkte. Da habe ich mir auch gedacht, dass er dafür nicht bestraft worden ist. Oder ist er dafür bestraft worden? Ich meine, das war auch Teil, ja, Teil, ja. Ein Teil des Ganzen. Aber vielleicht war er ja auch einfach nur, weiß ich nicht, Ehrenmitglied bei der Antifa und wollte einfach nur auch mal ein bisschen hier G7 spielen oder so. Ja, ja. Und vielleicht hat er gewusst, die fahren am Benziner, das geht nicht mehr. Nein. Ne, und wollte ihnen zeigen, bitte stellt euer Auto ab und lauft für die Umwelt. Richtig. Genau. Und die Hoffnung natürlich. Ja, für die Hoffnung. Für die Hoffnung. Oh, was ein Dulli. Also du musst schon sagen, er ist nicht nur ein schöner Mensch, er ist auch ein sehr unterhaltender Mensch. Er hat es verstanden, wie das Internet funktioniert. Er hat es auf jeden Fall verstanden. Und finde ich auch, also ich werde dann wahrscheinlich auch nächstes Mal, wenn ich hier aufräume, einfach mal den Discord anmachen. Ja. Ich meine, reden oder sonst irgendwie, das muss man ja da nicht. Oder die haben vielleicht sind die auch gemeinsam, alle, die da in dem Discord sind, gerade irgendwo hart am Arbeiten. Und weiß ich nicht. Also ich wäre dafür, dass du in deinem nächsten Stream auch mal nichts sagst. Stream anmachst und einfach mal in die Kamera guckst die ganze Zeit und nichts machst. Für wie lange denn? Ich kann sowas nicht. Ich kann ja nicht mal ASMR verarschen, weil ich halt keine 20 Sekunden durchhalte. Inwiefern? Dann wird's dir langweilig? Ja, ich kann, weiß ich nicht. Da ist was in mir, das sagt ja, das kannst du nicht machen. Ja, dann, ja. Ach, du bist auch so ein ASMR-Freund. Oh, das spiegelt nur die ganze Blödheit wieder. Ehrlich. Und ich habe gesehen, die fangen da einen Abonnenten nach dem anderen, gell? Also das ist ja klar. Ja, sicher. Gut, wenn du da manche Bilder siehst oder manche Videos, wie viel Holz vor der Hütte da gezeigt wird, dann ja, okay. Es ist alles sehr, sehr fraglich, was dabei passiert. Ja. Also alles. Aber das darf man halt bei Twitch. Twitch hat da gar kein Problem mit. Mit der kompletten Sexualisierung von, naja, gut. Ja, ja. Aber was soll's? Sollen sie machen.
Rainer. Lass dir doch für den letzten 20 Sekunden irgendwas einfallen. Nö, das war's. Ende. Kannst du dir nicht ausdenken. Er hat es sehr spannend gemacht. Das Ende. Also wirklich. Also man müsste den Streamer nehmen und die ganzen Leerläufe da, die ruhigen Sekunden rausschneiden. Dann hast du da wahrscheinlich nur 3-4 Minuten. Aber es ist harte Arbeit. Wenigstens kann keiner sagen, Rainer, du kümmerst dich um deine Fans nicht im Discord. Ja. Naja, der erste Discord-League ist durch. Wir haben es geschafft. Es war hart. Ja, vor allem die letzten Minuten, ne? Dieser andauernde überirdische Content, der da gelaufen ist jetzt, der war wirklich, ich habe den wirklich kaum verstanden. Vielleicht hat er ja auch gedacht, also in den ruhigen Stellen. Vielleicht musste er da ein bisschen, das dauert halt. Ja, es dauert halt. Ich kann das nicht so schnell. Warum, ne? Ich weiß es nicht. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Mal überlegen, wie ich das hinbekomme. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das fix. Er kann halt nur langsam denken, ne? Ja, gut, das ist ja auch nicht so schlimm, ne? Aber bei ihm, na gut. Ich glaube, da gibt es andere Probleme. Ja, ganz andere. Ganz andere. Ja, gut. Wo ist er eigentlich? Noch keiner weiß. Das macht er aber, da wird er aber besser drin, ne? Im sich verstecken. Ja, im sich verstecken wird er aktuell echt gut. Da wird er echt gut. Ich habe auch nichts mehr weiter gehört. Nee, ich auch nicht. Vielleicht. Ich tippe ja wieder irgendwie, ist er bei Marion und kann deswegen nicht streamen, ne? Ja, also wenn er schlau macht, ne, haha, dann könnte er, wenn er irgendwo in ein Hotel kommt, mit dem Taxi, Garage, rein, was weiß ich, und er ist ja jetzt keiner, der sowieso viel rumläuft. Er ist ja gewohnt, in einem Zimmer zu sitzen und zu zocken. Dann kann er da auch mal, und dann hast du noch Zimmerservice. Und wenn seine finanziellen Möglichkeiten gegeben sind, dann ist das natürlich eigentlich ein ziemlich geiles Leben für ihn. Eigentlich ja. Aber ich weiß nicht, wie er es macht aktuell. Ich hoffe da, ja, vielleicht kommt mal wieder ein Streamer von ihm. Dann sehen wir ja, was er wieder... Wir sind da auf jeden Fall wieder dabei und ja, Reactions. Ne? Mit Sicherheit. Er denkt ja auch nicht bis morgen. Er könnte jetzt auch sagen, okay, jetzt bin ich in Sicherheit hier, kann mir keiner was. Neutraler Hintergrund, ich streame jetzt ein bisschen, weil ich Kohle brauche. Aber der ist so einer, der dann merkt, wenn er auf einmal nur noch 10 Euro hat oder eventuell auch 0, denkt er, ach, jetzt müsst ihr aber was machen, ohne daran zu denken, dass es ja auch eine gewisse Zeit braucht, bis man das Geld aus... Aber ja gut, das sind natürlich alles Gedankengänge, die möchte ich Rainer jetzt nicht... Da glaube ich, da fehlt es halt bei ihm. Ja, er ist in meinen Augen als so ein Sekundenmensch. Er denkt von Sekunde zu Sekunde. Ja, wie gesagt, er ist Schlüsselreiz getriggert. Ja. Er denkt nicht. Er denkt und er plant nicht vernünftig. Und... umso lustiger für uns. Eben. Böse. Sehr böse. Wir stürzen uns halt wieder drauf wie die Geier. Genau. Krawel, Krawel. Ja. Nee, Kra, Krä, Krä. Ist auch wurscht. Das war eine Krähe. Das war eine Krähe, Krähe. Aber Rainer ist alles dasselbe. Ja, eben. Naja. Das sind die Tiere, die wo Fliechen tun. Fliechen tun können machen. Genau. Haben getutet getan. Bei mir wird es Zeit für den zweiten Pott Kaffee zum Aufsetzen. Alles klar. Live geht gleich. Alles klar, dann will ich dich nicht aufhalten. Hat Spaß gemacht, Herr Mad Dog. Es hat Spaß gemacht und ich bedanke mich dafür auf jeden Fall. Aber gerne doch. Es freut mich, dass du da warst. Ich war überglücklich und ich hoffe, da ich da weitermache, dürfen wir auch die Leute, die das sich angehört haben, mir gerne Beispiele geben, was als nächstes kommen soll in Sachen Reini und der Umgang mit Mullen. Genau, und was denkt ihr eigentlich darüber? Wie sollte man mit Frauen umgehen? Lasst eure Meinung unten in den Kommentaren. Das wird bestimmt wahnsinnig interessant.
Gut, ne? Hey, das war jetzt wie in den Nachrichten so, ne? Tagesthemen. Ja, da ist man, ich gucke mir im Augenblick viel Fotografie-Klamotten an und die erzählen immer, eure Meinung würde mich da wirklich interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare. Was eine Meinung. Du hast da gerade, da gibt es überhaupt nichts. Naja, was soll's. Ist halt alles für den Traffic gut. Also ja, viel kommentieren, ja. Viel liken. Oder disliken. Bei mir auch auf dem Kanal, gerne. Von mir aus doppelt disliken. Ist genau für YouTube genau das Gleiche. Ja, er sagt es deswegen, weil beim Doppeldisliken ist der Dislike dann wieder weg. Deswegen hat er es gesagt. Ah! So ein Fuchs, ne? Mann. Ganz schön schlau, die Leute. Naja. Ja, wir sind halt alles keine Reinis. Nee, das Gott sei Dank. Alles klar. Okay, Leute, Henk und ich, ja, wir sagen Metal Off, oder? Absolut sage ich Metal Off. Grüße nochmal an deine Community. Danke. Ja? Danke. Dann, ja, auch Grüße an deine und dann, ja, liebe Leute, Metal Off. Metal Off.